Er ist 460 PS stark und will nur eins: gewinnen. Der Audi A5 DTM. Und das demnächst auch in Russland. Denn dort, 80 Kilometer vom berühmten Roten Platz in Moskau entfernt, findet am 4. August zum ersten Mal in der 30-jährigen DTM-Geschichte ein Rennen statt. Die Audi-DTM-Piloten Matthias Ekström und Eduardo Mortara sind deshalb gemeinsam mit dem Rennwagen schon mal in die russische Hauptstadt gereist, um sich ein Bild zu machen. Ich hoffe, es wärmt, wenn wir hier im August kommen, weil frisch ist es schon. Ein bisschen zu kalt für mich. Die russische Presse hingegen ist schon ganz heiß auf die DTM. Bei der Präsentation im Herzen Moskaus und auf der Pressekonferenz im Museum für moderne Kunst wurden die Piloten und Motorsportverantwortlichen mit Fragen gelöchert. Das DTM-Rennauto, das wir fahren, ist ein Hightech-Rennwagen. Man kann sagen, es ist ein Formel-1-Auto mit einem Dach. Es sieht aus wie ein ganz normaler Straßenwagen, aber die Technik im Inneren ist viel mehr Hightech. Russland ist für Audi ein besonders wichtiger Markt. Im letzten Jahr hat das Unternehmen hier um 44% zugelegt. Mit der DTM kann Audi nun für noch mehr Furore in Russland.